Und damit willkommen zurück zu UL. Genau, zu Yu-Gi-Oh! White. Zu Pokémon Weiß wieder und Nachtrag Challenge. Wir sind erstmal hier stehen geblieben. Letzten Part haben wir quasi die Rivalen herausgefordert und bis noch die Wüste erkundet. Wieso bin ich das Papier drin? Ich weiß es nicht. Na, beziehungsweise also Wüste. Wir haben einen kleinen Teil von Route 4 erkundet. Jetzt sind wir jetzt hier, wo wir noch nicht durchgehen konnten. Und mal sehen, was uns hier erwartet. Und wir haben einen Anruf von dem Professor Ashe bekommen, die uns sagen, wir sind in Richtung Rayo City begeben, weil dort will sie uns etwas schenken. Aber was sie uns schenken möchte, das werden wir viel später erfahren. Denn meine Idee ist eher, dass wir erstmal die ganze Wüste zu erkunden, bevor wir uns in die nächste Stadt begeben. Aufruhr ist so eine starke Attacke, besonders am Anfang des Spiels. Die kann schon sehr gerne nach hinten losgehen. Was haben wir hier? Oh, Feuerheiler. Oh, das ist nett. Ganz nett, ganz nett. Und jetzt noch ein Äther. Und eine Trainerin. Komm her. Die Musik von den Backpackern so genial. Ein Baumball. Warum? Okay. Warum hast du... Wir sind in der Wüste. Ich würde schon verstehen, wenn du die Pokémon von der Wüste benutzen würdest. Wie Flampion, Garnavion, so ein Scheiß. Aber woher kommt das Baumball her? Okay, krass. Interessant, interessant. Ja, und nach der Uhrzeit, wie ihr es hier sehen könnt, nehme ich doch mal tagsüber auf und nicht abends. Interessant, ne? Ist auch für mich ein bisschen verwirrend, tagsüber aufzunehmen. Okay, ich wundere mich manchmal hier so durchsichtig werde. Das ist teilweise der Greenscreen. Deswegen nicht wundern. Aber ich glaube, diese Aufnahme-Session von Pokémon wird vielleicht ein bisschen kürzer fallen. Vielleicht so 5 Parts aufnehmen. Weil ich will noch die 5 Parts von Yu-Gi-Oh! Noch machen und dann... Okay. Da habt ihr zusammen gereist, du und die anderen mit dem Warmboy vermutlich. Denn ich würde gerne auf jeden Fall noch später noch was zu essen machen und dann auf jeden Fall noch im Laufe der Aufnahme auf jeden Fall noch einen Stream starten mit Dragon Ball wieder. Ich will das Spiel so durchsuchen, solange die Lust und die Sucht dafür da ist. Wie soll die ganzen Storylines und so weiter? Ich will das alles gern machen. Slam. Eine 80er Stärke, aber 75 Genauigkeit. Nee, vergiss es. Vergiss es. Oh Gott. Oh, ich muss auch schön verspätet einen Tee trinken. Nee, nach dem Part. Ein Flampion, schon wieder. Nice. Ein Supertrag. Let's go. Und ein Hypertrag. Nice, nehme ich an. Ist da vorne auch ein Trainer? Ein Elitzeber! Oh, Elitzeber ist schon ein cooles Pokémon. Ey. Ich hätte es schon gerne gehabt im Team. Aber leider habe ich keins bekommen. Schade. Ich finde Elitzeber ist eines. Also Elitzeber, bis in die Weiterentwicklung, ist für mich irgendwie so eines der coolsten Pokémon aus der 5. Generation. Muss ich ehrlich gestehen. Okay, der ist kein Trainer. Du bist aber ein Trainer, das weiß ich. Kiesling. Ja, die Pokémon teilweise wiederholen sich schon echt oft hier, muss ich leider sagen. Was ich ein bisschen schade finde, aber gut, was willst du machen? Was willst du machen? Jetzt mal sagt nach mir schon mal, ja, natürlich.
Natürlich. Dass wir dick Sand an mir schmeißen. Man kennt's. Praktibolk. Na ja, komm, wir bleiben drin. Ich will ein bisschen mit Nahida kämpfen, weil ich will die schon gerne ein bisschen noch hochleveln. Weil Nahida könnten wir vielleicht sogar in der Arena auch behilflich sein, weil sie resistiert die Elektroattacken. Das könnte mir von Vorteil sein. Das Problem ist halt leider nur, ich habe echt kein Pokémon, was gut die Boden-Elektro-Attacken einstecken kann. Oh, er speichert. Scheiße, er speichert der Energie. Fuck. Ach komm. Alter. Entschuldigung, wenn ich die ganze Zeit räuspern muss, aber ich habe irgendwie was im Hals die ganze Zeit. Ist halt nur so ein bisschen das Überbleibsel von meiner Erkältung. Muss ich leider gestehen. Aber ich sag mal, solange ich mich fit fühle, ist das Räuspern ja eigentlich Nebensache. Fußkick. Und Tackle und weg mit dir. Ach ja, apropos, Tackle wurde in der 5. Generation verstärkt, ne? Oder was, in der 6.? Also irgendeine Generation wurde auch Tackle geboostet. So, und hier müssten wir, glaube ich, sogar Schaufler kriegen, ne? Ja, genau. TM28 Schaufler. Eine Second-Turn-Attacke. Aber eigentlich sind eine starke Bodenattacke. Ich meine, 80er Stärke. Wir schon gerne mitnehmen eigentlich. Fuck, es kann jemand Schaufler lernen. Nur Sodamak? Oh. Ich meine, ja. Bringe ich auf jeden Fall bei. Aber. I'm not sure about that. Und das Wüstenresort. Und hier werden wir auch noch reingehen. Ich wollte schon gerade fast ein Part beenden, aber ich denke, dass wir gerade erst 7 Minuten im Part sind. Holy shit. Okay. Das Wüstenresort außerhalb und hier ist dasselbe, also quasi, wenn ihr dort einen Counter bekommt, ist hier kein Counter mehr drin, aber ich würde auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall gerne hier reingegangen, weil hier sind die Encounter deutlich besser als die von draußen. Und den werde ich erstmal besiegen, weil der kann uns dann später heilen. Und das würde ich dir auf jeden Fall gerne mitnehmen. Und es ist wieder Level 23. Übernahme. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Eigentlich nichts, ne? Hat ja leider nichts gebracht, Siegmund. Aber dafür kannst du mich jetzt heilen. Hier gibt es sehr viele Items auch. Und wir haben auf jeden Fall hier noch zwei Encounter erstmal hier. In der Wüste selbst. Und dann gibt es noch ein Gebäude, wo wir auch noch reingehen können. Plus, da müssen wir, glaube ich, auch ein Fossil bekommen. Und das heißt, noch ein weiterer Encounter für uns. Das wird super. Knirscher. Oh. Ich bräuchte eine andere Attacke für ihn. Eigentlich will ich Grasmixer langsam loswerden. Weil Grasmixer ist okay, aber ganz ehrlich, wenn ich eine Attacke habe, die meistens immer verfehlen tut, was bringt mir dann die Dings, die Attacke dann? Ich bin ein bisschen doof, dass jeder keine Schaufler lernen kann, ne? Schattenglas. Oh,
Schattenglas. Das ist sehr gut. Versteckt Unlichtattacken. Kira, ich habe neues Item für dich. Das Münzamulett gebe ich jetzt einfach mal Ruffy. Oh, Kira wird jetzt nochmal geboostet. Ich will noch kein Pokémon encountern. Ich will hier noch ein bisschen mich umsehen. Hypertrank. Kann man hier nicht sogar Herzschuppen finden? By the way, die hier sind eigentlich auch Encounter. Das sind eigentlich Flapivians in ihrer Trance-Mode. Also, das sind die einzigen Flapivians, die im Spiel du haben kannst, mit ihrer versteckten Fähigkeit. Alle anderen Flapivians haben die versteckte Fähigkeit leider nicht. Äther. Nice. Da könnte ich auch reingehen, aber da ist nichts Besonderes für mich, das alte Palast. Deswegen gehen wir da nicht rein. Ah, hier ist die Herzschuppe. Ich wusste doch, irgendwo gab es hier eine Herzschuppe. Irgendwo gab es hier doch diese Herzschuppe. Wir müssen Trainer. Gott, die ganzen Trainer muss ich auch noch mitnehmen, ne? Shit. Oh, Makabaya, ein Geist-Pokémon. Stimmt ja, wir könnten hier Makabaya bekommen. Oh, Makabaya wäre sick. Makabaya wäre richtig sick, weil echter Teuer ist ein starkes Geist-Pokémon. Besonders sehr, sehr defensiv auch. Und das wäre enorm gut. Ich habe echter Teuer nie wirklich trainiert. Aber ich würde schon gerne machen. Nur, wenn wir jetzt hier die Möglichkeit hätten. Jetzt, wo wir hier die Möglichkeit schon hätten, würde ich auf jeden Fall gerne machen. Wenn wir auch eins fangen. Sag ich mal so. So. Ach, da ist ein Item. Ein Supertrank. Hey. Du bist auch noch ein Trainer. Ich hoffe, ich werde keinen Trainer hier übersehen. Das wäre ein bisschen doof, wenn ich das eine übersehen würde. Mann, ich glaube, der eine Typ in Schwarz. Ich glaube, der gibt mir sogar ein Item. Da wechsle ich mal raus. Warakamba. Gibt es die auch in der Wüste? Ist ein reines Pflanzen-Pokémon, soweit ich weiß. Ist quasi gesehen so das Gegenstück zu Noctuska. Wie man es unschwer erkennen kann. Habe ich aber eigentlich gesehen noch nie trainiert. Aber die Frage ist halt so, wenn ich jetzt meinen Infosap habe, brauche ich auch kein weiteres Pflanzen-Pokémon. Aber trotzdem. Ich nehme jeden Encounter mit, den ich bekomme. Deswegen gehen wir weg, Magrakamba. Tafelwasser, lol. Hat jemand sein Tafelwasser weggeworfen oder was? Die Cora. Oh, mit Molimorba. Ich glaube, Molimorba ist nur Pokémon Schwarz verfügbar. Und in Pokémon Weiß haben wir Monozyto. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Gar nichts. Noch Itemsperre, ja geil. Das heißt, keine Tränke einsetzen im Kampf. Itemsperre wäre ich auch eigentlich so gesehen eine gute Attacke für alle Arena-Leiter und Top 4 Mitglieder, ne? Die ja gerne ihre Hypertränke und sowas spammen. Manchmal. So. Pudersand. Eine Item, was Bodenattacken verstärkt. So, unser Encounter hier ist Symbolara. Auch ein Flugpsycho-Pokémon. Also genau wie Schnuffel.
Okay. Okay. Mal lebst du ein Biss? Ah, easy. Es hat denselben Typ gekommen, wie gesagt, wie so irgendjemand Schnuffel. Ja, komm, ich nehme es zwar mit. Hab ich aber nicht damit gerechnet. Weil es gibt hier auch Ganoviels. Oh. Au. War schon Damage, ey. Hat einmal gewackelt, ne? Komm nochmal, Superball. Ich will die Hyperbälle jetzt ungern benutzen eigentlich. Ja, ja, ja. Yes. Das ist eines der Pokémon, die richtig, richtig weird aussehen. Vogelgleich. Eins war das der Wächter einer Stadt aus uralten Zeiten. Wer sich in seinem Revier wagt, lernt seine Psychokräfte kennen. Ich nenne ihn Faker. Einfach nur, weil dieses Ding, was sein Kopf aussieht wie so ein Inkognito. Und deswegen Faker. So, Faker. Aber auf die Box mit dir. So. Oh. Ja, da haben wir schon mal einen Encounter mitgenommen. Simulare, ja. Ist okay. Ich meine, im Endeffekt ist es eigentlich ein vorausgewachsenes Pokémon, weil es kann sich ja nicht mehr entwickeln. Beziehungsweise deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Aber gut. Ah, Litomit. Oh, fuck, Litomit. Treffe ich eigentlich mit Megasaur gar nicht effektiv oder ist neutral? Nee, neutral, okay. Steinpolitur. Innet. Du bist du dein Innet, Kollege. Du bist ein Käfer-Pokémon. Eigentlich hätte mich doch fast One-Two-Shotten können. Manchmal ist die KI ein bisschen doof hier in dem Spiel. Aber nur manchmal. Warte mal, gab es hier nicht auch Sonderbombox irgendwo? Oh, Flampion. Schon wieder. Ach komm. Also fast alle Trainer haben wir auf jeden Fall schon mal mitgenommen, wie es aussieht. Eieieiei. Also ich habe auf jeden Fall werden mit dem nächsten Part schon Reinigung City erreichen. Da haben wir die Wüste schon fast eigentlich abgehakt. Viel fehlt ja da nicht mehr. In diesem Sinne. Fast ein One-Shot. Und denke, das war's dann. Yeah. Ach, du hast noch Fleck neu. Oh. Oh, scheiße, hätte ich wechseln sollen. Da hätte ich jetzt wechseln sollen. Fleck neu. Kira macht das schon. Die ist mit Schattenglas ausgerüstet. Bist du jetzt noch stärker als davor? Einmal Verfolgung, Raub. Eigentlich können wir Raub eigentlich auch teilweise vergessen lassen, je nachdem, was er noch lernen würde. Weil Raub macht es nicht mehr. Also Raub macht zwar jetzt noch gut Damage, ja, aber ich glaube keine Items mehr vom Gegner. Klauenwetzler. Setzt seine Klauen, um sie zu schärfen mit Genauigkeit. Ganz ehrlich, ich mache das. Weil im Endeffekt Raub kann ich ihn auch immer wieder beibringen, wenn ich will. Ich habe es ja auch als TM. Aber Klauenwetzler zum Boosten ist nice. Oh. Sonderbonbon. Wo wir davon gerade vorhin gesprochen haben, ne? Feuerstein. Gibt es eigentlich noch Pokémon, die ich mit Feuerstein entwickeln? Außer Grillmark? Also jetzt in diesem Spiel. Und Sternstaub. Nice. Was zum Verkaufen. Sehr schön. Ja, also ich glaube, jetzt noch dieser Teil noch. Und dann hätten wir, glaube ich, eigentlich alles. Oh, Picolente.
Alter! Das wird gefühlt immer schlimmer. Ein Wasserflug-Pokémon. Das heißt, ich treffe eigentlich neutral mit meinen Platzattacken. Ich muss was trinken, ey. Oh Gott. Kommt nochmal Megasauge. Grasmix ist mir da ein bisschen zu riskant. Ein oh, Volltreffer, lol. Und Level 30. Schieß schon Level 30, ey. Freigebeere, nice. Nehme ich mit. Ach, nein. Ich will Pokémon wechseln. Wenn der schon Level 30 ist. Na komm, gehen wir mal mit Rollum rein. Weil Rollum hat noch den Evoliten, ist halt noch gut geboostet. Warum nicht? Und ich glaube, der wird sich doch schon auf Level 30 auch entwickeln, ne? Oh. Da kann ich gleich außen rumlaufen. Ja, super. Ich glaube, hier gibt es aber noch einen Tab zum Mitnehmen, ne? Wow. Ich habe eigentlich gerade richtig hart ein Scheiß-Lied. Obwohl, würde nicht eigentlich sogar ein Feuersand überleben müssen? Nein, ich will es nicht riskieren. Das wäre zu riskant, um das zu machen. Oder sogar auszuprobieren, eher gesagt. Oh, oh, shit. Bin ich schneller. Oh, oh. Oh nein, 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 nein. Ja gut, und das war unser Wasseraffe. Scheiße. Well. Das war unser Wasseraffe. Elitzeber. Das war das einzige Punkt, was noch Schaufleisch drauf hatte, ne? War klar, Schaufler im Wasserpokémon ist zwar nicht das Beste vom Besten, gebe ich euch zurecht. Aber ich hätte trotzdem. Jetzt ist es auch schon vorbei. God damn it. Und ich bin auch paralysiert. Yeah. Okay. Okay, Kollege. Ich muss rauswechseln. Das Elisabeth macht mir gerade dick Probleme. Und ich glaube, das Elisabeth könnte auch noch Nitro-Ladung drauf haben. Also ich will da nichts riskieren. Ja, Schock. Vom Schockwelle trifft auch immer, ne? Schockwelle trifft immer. Strahl. Der kann doch Verfolgung, was? Alter! Piss dich! Digga! Das ging jetzt gerade sehr hart in die Hose. Also so richtig hart in die Hose. Scheiße! God damn it. God fucking damn it. Hey, gibt's auch also gar nicht, wie ich gesagt habe. Oh. Junge, lass mich abhauen. Lass mich abhauen. Danke. Okay, wie es hier weitergehen wird, erfahren wir im nächsten Part. Bis dahin.